den ersten Platz in der Kategorie Pedelec, also Fahrräder, hat belegt. Ne. Rüdiger Wettermann. 1,06 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wow. Wir müssen sparen, genau. Das Ding hat sich. So. Also Moment, jetzt kommt der. Wir fangen mit dem dritten Platz an. In der Kategorie Alleveda. Den hat belegt der Thorsten Herz. Mit 2,32 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist ja doppelt so viel. Das ist ja doppelt so viel. Ja, das sind die 95 Kilo. Ja. Gut. Das Schwungmasse. Nicht genug bergab. Den zweiten Platz in der Gruppe Alleveda hat belegt Guido Herz mit 1,74 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der Sieger, der erste Platz in der Kategorie Alleveda, den hat belegt der Dietrich Lohmeier. Ich habe den Namen richtig geschrieben. Mit 1,54 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist aber doof. Zweiten Platz und den hat überlegt unser Vizepräsident der ISO, Martin Bärs. Mit welchem Verbrauch? Genau, mit welchem Verbrauch? So, mit dem Verbrauch von 3,44 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe ordentlich Gas umgegeben. So, in der Kategorie Scooter hat den ersten Platz belegt Kirsten Wahle. Mit 2,82 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Herzlichen Glückwunsch. Ein würdiger Auftakt als neues Saison. Der zweite Platz geht an. Ich sehe ihn gar nicht. Tobias Rauchschindel. Mit 3,38 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Moin, zieh mal weiter. Also. Ja, Isaac. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Lukas hat Müller einfach. Junge, du hast mich. 6,2 auf. Wie viele Kilometer bin ich gefahren? Das probieren wir nochmal. Okay, dann. So, ich hoffe, der lief noch, ne? Ich ging schon, danke. Den zweiten Platz hat der Nils Fries belegt mit 6,96 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja. Das war auch ein Tipps zu. Wieder ein zweiter Platz. Mit was für einem Auto? Was für ein Auto war das? Ein Mega City. Genau. Ja. Rittmeier mit 5,88 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was war das für ein Auto? Tazari Zero. Das ist 1,2 zu nicht. Das ist okay. Ich habe gar keine Kiste. Ja, das ist schön. Ein schöner Beweis, dass die Sportlichkeit und Sparsamkeit nicht ausschließen. Wie viel KW war das? Habt ihr eine Kamera drin gehabt, um das zu beweisen anhand des Fahrstils? Manfred, wenn du das merkst.